Aus dem Birkebeinerin Hotel Kamingeflüster mit zwei österreichischen Skispringern für Avia TV. Gerd und ich als Begleitmusik, die Hauptperson seid ihr beide. Und wir haben das ja schon mal praktiziert. Und so abgesehen vom Stress an der Schanze, so ein kleines bisschen Ruhe, vielleicht auch mal ein paar Randnotizen beleuchten, was für die Zuschauer interessant ist. Die Schanzen in Lillehammer, mit denen seid ihr eigentlich nicht so richtig verheiratet, oder? Naja, also grundsätzlich mag ich es gern. Das passt gut. Wir haben eine Vorbereitung gemacht heute vor Kusamo, vor dem Auftakt. Haben da gut trainiert und also ich fahre immer sehr gern her. Bin vor 2 Jahren auf der großen Schanze zweimal Dritter geworden. Also Heirat war es noch keine, aber eine Schanze, die ich sehr gern mag. Okay, na und Krafti? Ja, ich habe eine Rechnung offen, da hast du recht. Also ich bin noch nicht ganz so zurechtgekommen immer bei den Wettkämpfen. Ich glaube, unter die 10 war ich noch nie auf der großen, aber wird jetzt die 2 Tage zum Knacken wandert. Das ist ja Majestätsbeleidigung von der Schanze an deine Person, das geht überhaupt nicht, ne? Nein, das geht nicht. Nein, also so mag ich die Schanze auch sehr gern und auch die ganzen Birkebeinerinnen und es ist sehr, sehr cool, immer eine coole Reise und da freut man sich immer, aber ja, wie gesagt, noch Rechnung offen. Könnte man sagen, dass es sogar fast eine Heimschanze ist, weil ihr seid ja schon häufig zum Training hier. Ja, in den letzten Jahren waren wir immer im Sommer auch mal herum zu einem Trainingskurs und das hat sich jetzt in den letzten Jahren, ist sich das nicht mehr ausgegangen, aber so wie heuer waren wir wieder herum zum Trainingskurs und ist schon, ja, die Wege zur Schanze und da kann man so viele Sprünge machen, es ist perfekt und wir fühlen uns sehr wohl da, ja. Ist das ein Vorteil vielleicht, wenn man eine Anlage besser kennt? Also wir haben ja gestern die Frage gestellt, zum Beispiel bei einem Rune Welter, der bisher noch gar nicht in Form war, aber hier total klasse zurechtkommt. Ist das ein Vorteil oder ja, geht man anders ran, wenn man die Anlage kennt? Du meinst sicher ein anderes Funnel, oder? Ja, das ist Rune Welter. Ja, klasse. Der hat nämlich schon aufgehört. Ich wollte, das war eine Frage, ob man mir zuhört. Genau. Also wir sagen voll da. Ja. Das vorher auch. Sensationell. Ja, das glaube ich schon, dass das so ist. Dass Michi, du musst damit rechnen, das sind Fangfragen. Das wolltest du uns ja nur auf die Schaufel nehmen, oder? Ja, natürlich. Schau mal, das ist gegenseitig. Ihr nehmt uns teilweise auf die Schaufel und wir machen das auch. Genau. So, jetzt wollen wir mal ohne. Können wir die Frage kurz noch beantworten? Ja, haben wir schon vergessen. Nein, ich weiß es schon noch. Also ich bin schon der Meinung, dass wenn man eine Schanze gut kennt und sich wohlfühlt und so wieder an das Funimal. Da daheim ist, dass man dann automatisch gleich besser springt, weil man einfach, also bei uns in Innsbruck und vor allem Bischofshofen, da war es bis jetzt, also zumindest die letzten Jahre immer so, dass wir hinkommen sind und gut gesprungen, aber und vielleicht die Form nicht optimal passt hat, weil es einfach ein gewohntes Umfeld ist. Nun seid ihr ja zusammen auf einem Zimmer. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, da gab es ja eine Idee bei der letzten Vier-Schanzentournee, die Spitzenbesatzung der Österreicher auf einem Zimmer gegen die Spitzenbesatzung der Deutschen auf einem Zimmer. Die Österreicher haben, glaube ich, die Nase vorn gehabt, wenn ich mich so recht erinnere. War zwar knapp, aber vorn war. Ja, na sicher, die haben sich schon wieder abgesprochen. Stefan, man ist zusammen auf einem Zimmer. Man muss die Abende irgendwie totschlagen nach den Wettkämpfen. Gibt es da Auswertungen, dass man sagt, du, ich habe das und das bei dir gesehen oder umgekehrt? Oder ist dann das Springen tabu, weil man ja auch mental wieder regenerieren muss? Also ist schon so, dass wir kurz noch darüber sprechen, wie es uns gegangen ist. Und wenn der eine einmal ein bisschen am Hadern ist und der andere in Topform ist, dann vor allem, dann ist es immer wichtiger, dass man mal vielleicht ja, über einen anderen drüber schaut und einfach, ja, denn dass der die Fährte oder seinen Weg nicht verliert. Und das kann schon sehr hilfreich sein. Also, aber natürlich muss man dann auch gleich wieder den Schalter finden, dass man einen Spaß hat und dann auch wegkommt vom Skispringen. Das ist genauso wichtig. Michi, ihr seid zwei seltene Exemplare. Ihr seid Gegner, aber eigentlich fast Freunde. Das hat man relativ selten. Dennoch, fast. Jeder ist sich doch selbst der Nächste. Ray Charles hat mal gesagt, ich wollte nie der Größte sein. Es hat mir immer gereicht, wenn ich die Nummer 1 bin. Das heißt also, du gratulierst ihm fair, aber unterschwellig, ich wäre doch lieber da vor ihm gewesen. Ja, also sicher
ist man doch immer nur Einzelsportler und wünscht sich selber den besten Platz. Aber es geht halt nicht immer. Und ich glaube, wenn man da ehrlich miteinander umgeht, ehrlich Sachen teilt, auch manche Geheimnisse, dass man sich gegenseitig pusht und einfach zusammen weiterbringt. Und das, glaube ich, ist, was uns auch stark macht. Weil man kann nicht immer beide ganz vorne sein, das geht einfach nicht. Ich will erstmal gleich anhaken. Ihr macht sehr viel mentales Training. Mentales Training heißt das auch respektieren? Ist das ein Bestandteil? Man muss ja den Kopf irgendwo frei bekommen, beziehungsweise in eine gewisse Richtung bringen. Ja, ist jetzt schwer sicher. Wir sind da beim gleichen, beim Patrick, wir sind der gleiche Ansprechperson bei Jumpin' Reach und der hat uns auch dazu gebracht, dass wir gemeinsam so auftreten und dass wir so Freunde waren sind, durch das, dass wir gemeinsam zuerst mal ins Zimmer gekommen sind. Und ja, gewisser Respekt, das ist, ich glaube, das sind einfach auch die Typen dazu oder das einfach von daheim auch schon mitgekriegt und ihr seid irgendwie brave Burschen. Weiß der Kuckuck. Ja. Wenn es sein muss, ist ja sonst nicht viel los. Ist ja sonst nicht viel los mit der Kirche. Nein. Aber könnte man sogar sagen, also ihr habt es ja eben angesprochen, dass gerade so eine Phase ist, wo du, Stefan, dem Michi vielleicht sogar ein bisschen hilfst, denn Klingenthal lief im Einzel ja überhaupt nicht gut. Gestern hast du, sag ich mal, zwei aus deiner Sicht durchschnittliche Trainingssprünge gemacht, aber dann einen sehr guten Qualifikationssprung. Kann es gerade so ein bisschen eine Phase sein, dass du doch ein paar mehr Schwierigkeiten hast, als ja, logischerweise derzeit du, wenn man nur die Ergebnisliste anschaut? Ja, ich glaube, das sieht man mit freiem Auge, dass so ist. Dass ich mir vielleicht den Saisonauftakt ein bisschen anders gewünscht hätte. Sind ein paar Sachen rundherum dazugekommen, was nicht ganz optimal waren. Auch körperlich jetzt bei mir, dass ich so ein Problemchen gehabt habe, aber es ist jetzt auf einem guten Weg und ich glaube, dass dann umso wichtiger ist, dass man einen Zimmerkollegen hat, der gleich mal vorausmarschiert und man sieht teamintern, dass wir eigentlich auf einem super Weg sind. Ich weiß auch, ich habe den ständigen Vergleich und wenn es dann einen gibt oder in dem Fall jetzt Gott sei Dank in unserem Team auch mehrere, so wie in Fette und in Kofi, die super dabei sind, dann zieht dann das mit und glaubt, dass das sicher ein großer Vorteil ist. Stefan, ich habe gehört, bei der Tournee wollte er wechseln. Da ist Michi dann von. Ja, ich würde es einfach gönnen. Jetzt war er zweimal im Stockerl bei der Tournee. Also, er weiß jetzt, glaube ich, wie man da auf Stockerl springt und vielleicht mal ganz oben. Also, würde ich ihm schon gönnen. So ist es nicht. Ich werde schon kämpfen, aber natürlich, er weiß, wie man auf die vier Schanzen springt. Und du weißt ja auch, wie man von ganz oben runter lächelt, ne? Ja, sicher. Also, als Tourneesieger. Das wird wieder sicher eine mega coole Tournee. Haben uns super vorbereitet, waren auch öfters in Garmisch. Das war immer ein bisschen auch unser, sind wir noch nicht verheiratet mit der Schanze. Und da haben wir jetzt ein paar Mal sehr gut trainiert. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Viel Weiberei ist halt verboten, ne? Das geht ja nicht. Mein Gott nochmal. Ja, vor einer Hochzeit tanzen. Ja, genau. Kommen wir mal ganz kurz, ich weiß, das sollte man nicht ausbreiten, aber das interessiert unsere Zuseher nun mal. Privat, wolltest du nicht mal irgendwann nach München wechseln, um zu studieren? Irgendwas war doch mal. Da hast du was durcheinander gebracht. Ich habe das durcheinander gebracht. Ja? Das gibt's ja nicht. So wie der Gerd vorher mit dem Rune Welter und Anders Feindemel, hast du so mein Bruder und mich verwechselt. Weil mein Bruder ist jetzt in München und studiert. Okay, na, ist wenigstens ein bisschen was dran. Was war alles hier. Ja, so, es ist ein bisschen. Und du? Was. Ich bin in Anif bei Salzburg zu Hause. Ja. Und neben dem Springen, was machst du dann, außer dass du deine Freundin lieb hast? Die habe ich auf jeden Fall lieb, aber natürlich, ja, was gibt denn es? Fang mich an zu stottern. Ja, was tue ich den ganzen Tag? Ich sitze einmal vor der Xbox, also das passiert genauso, aber ich habe den Privatpilotenschein, also ja. Ich fliege ganz gern, ist so eine große Leidenschaft von mir und Golf spiele auch ganz gern, so die Sachen, wo man ein bisschen abschalten kann, aber natürlich sind wir mit einem Großteil der Zeit mit Skispringen beschäftigt. Ja, und mit Krafti. Genauso, ja sicher. Wir treffen uns auch abseits vom Springen und vom Training, unternehmen hin und wieder was. Also, das heißt, das nicht passt. Nur bei Wettkämpfen, sondern auch in Trainingslagern und so weiter teilt ihr das Zimmer. Ja, sicher. Also seid ihr eigentlich schon fast verheiratet?
Es, glaube, es sind mittlerweile fast mehr Nächte mit mich als wie mit der Freundin. Aber das war bei uns ja in den letzten 13 Jahren auch nicht viel anders. Na, wir hatten Einzelzimmer. Ja, natürlich. Ja, dass man so eine lange Strecke zusammen ist. Also in ein Einzelzimmer bringst du mich nicht, das wäre mir viel zu fad. Wir hätten schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, Einzelzimmer, aber dann haben wir sogar ein Zimmer aufgelassen, weil... Wir nehmen das lieber das Doppelzimmer. Sehr interessant. Sehr interessant. Meine Herren, im Skispringen ist das alles nicht ganz so einfach mit den Trainingsperioden. Was macht man, was ändert man im Vergleich zum letzten Jahr? Was habt ihr anders gemacht? Oder habt ihr gesagt, Mensch, das ist ja ganz gut gelaufen. Wir machen das alles genauso, wie es war. Na, was denn? Das machen wir nichts gleich gemacht wie letztes Jahr. Also wir wollten das mal schon von Anfang an. Ein starkes Team haben, jetzt waren es die letzten Jahre nur wir zwei, die immer gut reingestartet sind. Und wir waren einfach viel mehr gemeinsam unterwegs, haben heuer extrem viele Kurse gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Es waren eher relativ wenig und wir waren auch mit den jüngeren Trainingsgruppen oder mit der Trainingsgruppe 2, 3 sehr viel unterwegs. Und ja, es war ein ganz anderer Aufbau eigentlich. Ja. Und jetzt könnt ihr vor Kraft kaum laufen, ne? ja, nein, aber bei mir eben war eigentlich die Vorbereitung auch sehr gut, aber habe jetzt ein bisschen mit dem Rücken Probleme gekriegt in letzter Zeit, das heißt, ich habe das Training wieder ein bisschen umstellen müssen, aber nichtsdestotrotz haben wir schon einiges anders gemacht und die Vorbereitung war sehr, sehr gut und hoffe natürlich auch, dass jetzt bald so ins Laufen kommt, das Radl wie beim Krafti. Also man sagt ja immer, ab 25 geht es ein bisschen aufwärts. Ja, ich merke mir heute schon ein bisschen. Das kommt jetzt auch noch öfter. Genau. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das muss jetzt kurz akzeptieren und dann geht's ab. Aber es war immer die beste Saison, also man möge es nicht glauben, aber ich bin letztes Jahr schlechter hineingestartet in der Saison. Ich habe noch mal eine Frage auf das Sommertraining. Werdet ihr in so einen Prozess mit einbezogen? Also wenn man jetzt sagt, mit Heinz Kutti oder mit dem Trainerteam, was man plant für die Saison oder jetzt eben mehr Lehrgänge fährt mit der Jugend und so weiter, wer hat denn die Gespräche mit eingezogen oder sagt der Chef so, so sieht's aus, den Weg, das machen wir dieses Jahr und ihr habt das dann quasi zu akzeptieren. Gibt es da einen Austausch? Gibt schon, ja. Also es gibt eigentlich gleich mal nach der Saison Saisonanalyse, auch trainerintern und dann gibt es genauso auch, wo die ganzen Athleten dabei sind, um einfach analysiert, was war die vergangene Saison, was wollen wir vielleicht anders machen, besser machen und da dürfen wir schon auch mitreden. Also so ist es nicht, dass wir da vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Also nochmal, du musst ja auch mit deiner Freundin zu Hause alles alleine machen, ne? Mittlerweile, ja. Ja, ja, der Krafti hat es doch viel besser. Ne? War nicht mehr lange. Wieso zieht er aus? Morgen selbst. Der kommt nicht. Ja, wohin läuft denn der Hase? Du hast es doch so bequem. Du hast es doch so bequem bei deiner Oma, ne? Mit deiner Freundin. Das passt doch alles. Ja, aber irgendwann, ich will einfach auch die Nähe zu Rief, wo ich jeden Tag trainiere dann im Sommer. Jetzt habe ich immer eine halbe Stunde Autofahrt hin und eine halbe Stunde Retour. Und ja, jetzt zieht es mir da Richtung Halle in Oberalm. Und da habe ich mir eine Wohnung gekauft und ja. Letztens ein zur Einweihung, ne? Ich hoffe, ihr werdet eingeladen. Auf dem Rückweg von Barnitz. Ja, na sicher. Genau. Na sicher. Ja. Da wird aber noch nicht viel drin sein, wahrscheinlich. Da kann auch nicht so viel kaputt gehen. Ja, genau. Wir bringen was mit. So, Gerd, wollen wir jetzt mal den Bogen schließen und wollen wieder zu den Zimmerbesatzungen kommen und das, was quasi im Vorfeld ansteht. Das sollten wir tun, oder? Also dann frag. Mit den Zimmerbesatzungen, was da ansteht. Was sie vorhaben, die beiden Burschen. Ja. Na gut, dann machen wir wieder Challenge, oder? Ja, das so war der Plan. Habt ihr die Preise erhöht? Wieso? Ich habe sie eh ausgegeben, oder? Die Preise letztes Jahr. Für die Preise organisieren sind wir zuständig. Das sind wir zuständig und dann sollten wir mal klären. Es könnte ja sein, dass du sagst, die Serviceleute, denen habt ihr ja die alkoholischen Getränke gegeben hier, die waren nicht betrunken genug, da müsst ihr noch ein bisschen mehr rausrufen. Ja, das sehen wir dann, wie es ausgeht. Okay. Also wir brauchen kein extra Transportfahrzeug dann. Sollte ausgehen. So, dann würde ich ganz gerne wissen wollen, was ihr beide zum Andreas Kofler zu sagen habt und zum Fetti. Ja, also super. Der Kofi hat mich, muss ich ehrlich sagen, selber ein bisschen überrascht, dass er jetzt so konstant und so sehr
immer vorne mit dabei ist. Man hat schon gesehen, er ist gut drauf, aber im Conti-Cup hat er immer so unter die 10, aber nie ganz vorn. Und hat sie jetzt da, ja, ist sehr stabil geworden. Man hat eigentlich nie mehr irgendwie Angst, dass da jetzt ein Sprung in die Hosen gehen kann. Und ja, sehr erfreulich und der schaut jetzt schon wieder richtig mutig und sehr agil aus, was er da jetzt am Schanzentisch macht und wie sie das schließt. Und warte mal, habt ihr, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, habt ihr auch manchmal ein bisschen Angst gehabt bei dem, sag ich mal, gerade bei dem Wackler beim Kofi? Also ich, ihr seht das ja auch im Training und ihr wisst ja, wie das reagiert, ne? Also ja, deswegen war er jetzt einmal kurz ein bisschen weg vom Fenster, weil er die Unsicherheit gehabt habe, aber es ist jetzt wieder sehr stabil und ja, der kommt von Sprung zu Sprung und ein paar gute Wettkämpfe, das Vertrauen und das hat er jetzt wieder voll gedankt, schaut aus und ja, ist natürlich schön. Und so ist er auch sehr ruhig und ja, es ist, hat sich doch schon ein bisschen verändert, finde ich. Also ist der dritte Platz im Teamwettbewerb von Klingenthal ausbaufähig in Richtung WM? Ja, also wir sind einmal, glaube ich, sehr glücklich, wie der Wettkampf verlaufen ist, weil wir haben uns doch zumindest die ersten drei Mannschaften deutlich absetzen können und gegenüber Deutschland war ja sehr, sehr knapp. Und ja, ich finde, dass wir da einen sehr, sehr guten Wettkampf gemacht haben und wenn man sich schon von den restlichen, beispielsweise die Norweger, so abheben kann, zumindest in dem Wettkampf, dann macht auf jeden Fall Mut für Weiteres und da werden wir sicher nicht nachlassen. Das, was wir jetzt mit euch beiden gemacht haben, machen wir natürlich auch mit Richard Freitag und mit Severin Freund. Sind die auch noch immer Zimmerkollegen? Ja. Verstehen Sie auch noch. Sonst wäre die Zimmerwette ja schwierig. Wir dürfen euch sagen, die wetzen schon die Messer. Die haben einen anderen Aufbau, die sind im Moment noch ein bisschen schwächer als ihr, aber das ist aus ihrer Sicht eine Momentaufnahme. Die liegen euch in Sicherheit. Ja, das liegen euch in Sicherheit. Ja, aber ich habe auch noch nicht, wo es sagt. Also so ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Ja, okay. Ja, meine Herren, wunderbar. Wir danken euch zwischen Frühstück und Gänsebraten. Also jetzt ist Brotzeit, Mittags. Rennzeit ist was anderes. Rennzeit. Und schauen wir mal, wie das in Lillehammer alles über die Bühne geht insgesamt. Und dann der letzte Test in Engelberg und dann die Tournee. Ich fürchte, mit euch beiden ist zu rechnen. Hoffentlich. Okay. Gut, dann sagen wir erstmal Dankeschön für heute Nachmittag. Viel Erfolg natürlich. Auch danke, danke. Und Dankeschön. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, liken, posten, kommentieren. Vielleicht auch die eine oder andere Frage, die man mit aufnehmen kann. Und vor allen Dingen, das Zimmerduell ist jetzt quasi eingetütet, schon mal 50%. Und wir werden nicht nachlassen. Ab der Vierschanzentournee in Oberstdorf, da zählt es dann im Zimmerduell. Und Sie sehen, den Jungs macht das Spaß. Die haben schon... Ja. Das war spannender, wie die gesagt haben. Zum Schluss war es jetzt. Also. Okay. Also, danke. Danke. Gut. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.